scene. You read it so obsessively, you can't see clear anymore. Nun, jemand, was zu Thema Entscheidung erzählt, die Spezialistin in Urkraft ist, sie ist Astrologin, sie wird sich jetzt selbst erkennen und schon anfangen, so Schweißausbrüche kommen auf und so. Sie kennen sehr gut den Maya-Kalender, ist Human Analyst. Und Genki, das kenne ich leider nicht, das werde ich irgendwann mal auch lernen müssen. Sie macht sehr viel Online-Seminare und auch ein Mentoring für ein erfülltes Leben. Oh, da bin ich natürlich dabei. Was sehr wichtig ist, ist, sie hat sehr viele Ausbildungen und deswegen hat sie auch eine Möglichkeit, Menschen wahrzunehmen, ne, andere als wir. Und auch sie hat intuitive Fähigkeiten, die unterstützen, die sie unterstützen, spirituelle Trainerin zu sein und auch dann anderen damit was zu geben. Und ihre natürliche Begabung in dieser Art und gerade in dieser Zeit effektiv einzusetzen. Und deswegen finde ich auch gut, dass wir sie dabei haben, denn das war irgendwo auch mein Thema, Intuition. Melanie, die Bühne ist deine. Hallo, einen herzlichen schönen guten Abend und freue mich sehr, dass ich heute hier sein darf zu dem wichtigen Thema Entscheidungen. Und ja, du hast es gerade angekündigt, Astrologie ist eins meiner, ich liebe die Astrologie, ich könnte mich die ganze Zeit damit beschäftigen, denn für mich ist die Astrologie das Sternenlesen einfach nur ein Abbild, ein Spiegelbild von jedem einzelnen Menschen und den Lebensweg, den man für sich gehen kann. Und gerade heute, und deswegen finde ich es so toll, dass der Impulsetag heute gelegt wurde, haben wir auch astrologisch ein ganz, ganz tolles Ereignis. Also wir gehen in einen komplett neuen Zyklus hinein. Und was sich verändert, ist, dass wir alle dazu aufgefordert sind, wieder unsere spontanen Impulse mehr zuzulassen. Das ist ja auch das, wovon du gerade auch gesprochen hast. Und im Laufe des Lebens machen wir ja viele Erfahrungen, erleben viel. Und manchmal haben wir vielleicht das Gefühl, dass Entscheidungen, die wir in unserem Leben getroffen haben, vielleicht nicht so die richtigen Entscheidungen waren. Oder bereuen vielleicht manchmal ein paar Dinge. Oder bereuen es, wenn wir etwas eine Entscheidung nicht getroffen haben oder wenn wir sie getroffen haben. Und ich möchte dazu ein Beispiel nennen, das ich erlebt habe im Laufe meiner Arbeit, denn ich begleite Menschen dabei, für sich anhand ihres eigenen persönlichen Human Designs und ihrer eigenen inneren Autorität, die immer der Ort ist, wo wir lernen können, für uns richtige Entscheidungen zu treffen, darin zu begleiten, ja, dass sie immer mehr ihre Fähigkeiten entwickeln, für sich gute Entscheidungen zu treffen. Und was ich vorweg einmal sagen möchte, ist, es gibt keine falschen Entscheidungen. Es gibt am Ende immer nur nützliche Entscheidungen, ja, und oder angenehme Entscheidungen. Ja. Nützliche Entscheidungen sind zum Beispiel, oder dienliche Entscheidungen sind, wir haben eine Erfahrung gemacht damit und haben vielleicht herausgefunden, was wir nicht wollen. Und das ist mega gut, weil in dem Moment, wo ich herausfinde, was ich nicht will, weiß ich aber viel, viel besser, was ich will. Das heißt, diese Entscheidung zu treffen, hat mir gedient. Und eine angenehme Entscheidung ist, wenn ich einfach merke, wow, ich habe die Entscheidung getroffen und es hat sich richtig, richtig gut angefühlt. Ja, ich bin da in kein Lernfeld vielleicht reingekommen, sondern die Entscheidung, die ich getroffen habe, ist gleich aufgegangen. Und vor einem, ich glaube, es waren vor 4 Monaten oder so, hatte ich ein sehr interessantes Gespräch mit einem Unternehmer, der mir gesagt hat, oh Melanie,
Ich habe irgendwann stand ich an dem Punkt als Unternehmer, wo ich mir dachte, ich möchte in meinem Unternehmen mehr nach draußen gehen. Ich möchte mehr andere Unternehmer kennenlernen, mehr ins Netzwerken gehen und hat jemanden gesucht, den er in sein Unternehmen eingestellt hat, der sozusagen die Rolle für ihn als CEO des Unternehmens übernommen hat. Und das war eine Entscheidung, diesen CEO einzustellen. Er hat es dann getan. Das hat ein halbes Jahr ganz gut funktioniert. Und dann hat ihn aber diese Erfahrung Folgendes gelehrt. Er hat 500.000 € verloren und der CEO musste gehen, weil es nicht gepasst hat, weil es nicht funktioniert hat. Zu dem Zeitpunkt, als ich ihn gefragt habe, als du diesen CEO eingestellt hast, was hat denn dein Bauchgefühl gesagt? Und er sagte, mein Bauchgefühl hat gesagt, das wird nichts. Und ich habe ihn gefragt, und was hat dich dazu veranlasst, den doch einzustellen? Naja, der hatte so gute Zeugnisse, das hat alles so gut ausgesehen, also sprich alles aus dem Verstand heraus. Und das war eine dienliche Entscheidung. Ja? Denn natürlich war es nicht angenehm, 500.000 € zu verlieren. Das ist wahrscheinlich für jeden etwas, wo man das Gefühl hat, oha, das hätte ich mir vielleicht, oder das ist eine Entscheidung, die ich getroffen, die hätte ich mir sparen können. Aber was eben die Entscheidung und dann auch die Erkenntnis in dem Gespräch mit mir gebracht hat, war zu erkennen, hey, auf mein Bauchgefühl kann ich mich zu immer zu 100% verlassen. Mein Bauchgefühl hat mir in dem Moment schon den richtigen Anzeiger gegeben. Und das hat ihn bestärkt, mehr auf sein Bauchgefühl und auf seine innere Stimme zu hören und nicht mehr die Entscheidungen aus dem Verstand, aus dem Kopf heraus zu treffen. Denn der Kopf, der Verstand ist am Ende nur fähig, Informationen aufeinander aufzuwägen. Ja, man hat Pro, Kontra. Wer kennt es aus der Schule noch mit der Pro- und Kontraliste? Ja. Die innere Entscheidungskraft, die innere Autorität, ja, das Bauchgefühl, die Intuition, basiert auf ganz, ganz anderen Faktoren. Da werden nicht nur Informationen aufgewogen, sondern die Erfahrung spielt auch mit rein und auch auf einer gewissen Ebene die Körperintelligenz, ja, die Intelligenz, die unser Körper hat, zum Beispiel auch Überleben, Instinkt, aber auch zum Beispiel die Gesundheit. Vielleicht kennt man das manchmal, dass man einem Menschen begegnet, wo man vom Gefühl her merkt, nein, das ist nicht gut für mich, ja, weil der Körper einen ganz anderen Zugang hat, als der Verstand jemals bekommen kann. Und deswegen ist heute so mein Impuls für dich, dass du viel, viel mehr dir erlaubst, wenn du eine Entscheidung triffst, in dein Gefühl, in dein Bauchgefühl, in deine Intuition hineinzuspüren, hineinzufühlen. Vielleicht auch einfach in dem Moment mal innezuhalten und wirklich ins Fühlen zu gehen. Was kommt denn gerade jetzt hier an Gefühlen hoch? Denen auch in dem Moment Ausdruck zu verleihen. Denn manchmal trauen wir uns das vielleicht nicht so richtig, weil wir vielleicht Angst haben, es könnte falsch sein oder es könnte falsch angenommen werden. Aber am Ende steckt dort immer etwas dahinter. Und das ist eine Trainingssache, die man einfach jeden Tag immer mehr in Kleinigkeiten in seinen Alltag auch mit einbeziehen kann. Ja, man geht in den Supermarkt und schaut mal, okay, ich gehe heute mal intuitiv einkaufen. Was möchte denn heute mein Körper? Ja, und wählt mal die Lebensmittel aus der Intuition heraus und nicht, was auf dem Kassen, nicht was auf der Liste steht, auf der Einkaufsliste steht. Und so kann man immer wieder im Alltag mehr die intuitive Entscheidungskraft in uns hineinlassen, die dann
am Ende immer dafür sorgt, dass wir wirklich richtige Entscheidungen treffen, basierend auf unserer Körperintelligenz. Alle anderen Entscheidungen ist nichts Falsches dahinter, denn sie haben immer einen dienlichen Zweck. Aber doch, wenn wir Entscheidungen treffen, wo wir uns zu 100% wohlfühlen, ja, gibt es uns am Ende immer noch ein angenehmeres Gefühl.